Auf diesem Bild hier erkennt ihr einen 1-Dollar-Schein. Was seht ihr da? Eine Pyramide. Aber was soll das komische Auge darüber bedeuten? Zeigt es eine geheimnisvolle Macht, die im Hintergrund die Weltgeschichte lenkt? Ist es gar die Pyramide der Illuminaten oder der Freimaurer? Ein ziemlich komisches Bild, das wir nicht so einfach verstehen, beführt natürlich zu allen möglichen Theorien. Bis hin zur geheimen Herrschaft einer noch geheimeren Organisation und vielen Dingen, die man einfach nicht weiß und die keiner rauskriegen wird. In diesem Video hier kläre ich euch über diese geheimnisvollen Organisationen auf. Ihr erfahrt, was die Freimaurer denken und tun und wer die Illuminaten sind. Los geht's. Zuerst mal, was wollen die Freimaurer? Naja, sie wollen die Welt verbessern, indem sie sich selbst verbessern. So wie ein Steinmetz einen Stein bearbeitet, so soll ein Freimaurer seine Persönlichkeit bearbeiten. Alles weghauen, was nicht hingehört. Und nichts anderes bedeutet auch der Name. Ein Freemason, auf Deutsch ein Freimaurer, ist ein Steinmetz, der auf den mittelalterlichen Baustellen der Kathedralen arbeitet. Es handelt sich dabei um absolute Experten, um Leute, die spezielles Wissen haben. Ja, man kann wirklich sagen, Geheimwissen. Denn damals können die Menschen noch nicht Architektur studieren. Wie ein Haus oder gar eine riesige Kirche gebaut wird, muss man viele Jahre lang lernen und ausprobieren. Oft genug stürzen damals die Gebäude ein. Gute Baumeister lernen durch eigenes Tun und indem sie ihrem Meister zusehen und zuhören. Logischerweise behalten die Baumeister ihr Wissen für sich, denn damit kann man ja gutes Geld verdienen. Außerdem bietet die abgeschlossene Gruppe, die Bauhütte, eine gewisse Sicherheit. Und diese Sicherheit nutzen später Freidenker, also Leute, die sich nicht mit der herrschenden Ordnung oder Weltsicht abfinden wollen, sondern etwas verbessern möchten. Sie treten diesen Gruppen bei, werden Mitglied einer Loge. Das englische Wort Lodge bedeutet Bauhütte, weil sie sich beim Nachdenken über die Regierung und die Gesellschaft vor möglicher Verfolgung durch die Obrigkeit schützen wollen. Die Freimaurerei stammt aus England. Noch heute organisieren sich die Freimaurer nach Logen, also Versammlungsräumen. In den Logen treffen sich die Mitglieder regelmäßig. Sie pflegen ihre eigenen Rituale, die auf die mittelalterlichen Steinmetze zurückgehen. Ihre wichtigsten Symbole sind Maurerkelle, Winkelmaß und Zirkel. Diese Werkzeuge haben für die Freimaurer keinen praktischen Nutzen mehr. Die Symbole erinnern an grundsätzliche Überzeugungen, so wie das Kreuz. Das erinnert ja daran, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dass er damit die Menschen von den Sünden erlöst hat. Das Kreuz als Symbol steht also für Hoffnung. Und ein maurerisches Werkzeug ist auch so ein Symbol. Mit dem Winkelmaß wird gemessen, ob etwas im rechten Winkel steht. Symbolisch bedeutet das, dass ein Mensch seine Taten daran messen soll, ob sie gerecht und menschlich sind. Mit dem Zirkel zieht man einen Kreis. Symbolisch verstanden enthält er die Menschen um einen herum, zu denen man eine Beziehung hat. Mit dem Hammer wird der Stein zugehauen. So soll der Freimaurer an sich und an seiner Seele arbeiten. Diese Symbole sollen zum Nachdenken anregen. Vielleicht so ein bisschen wie wenn man über ein Bild eine Andacht oder eine Meditation hält. Dabei zielt die Wirkung der Symbole auf die Seele, nicht auf den Verstand. Und so fühlen sie sich der großen Gemeinschaft der Freimaurer verbunden. Ich kann das hier eigentlich nicht erklären, denn die Freimaurer selbst sagen, dass die Wirkung der Symbole selbst erfahren werden muss. Ich weiß ja nicht, ob ihr betet oder zu Gott sprecht oder irgendwas anderes macht oder ob ihr beim Yoga in euren Körper hineinhört oder meditiert, um in Gleichklang mit der Welt zu kommen. Um so eine Art von Erfahrung geht es auf jeden Fall. Und ich selbst bin kein Freimaurer. Dieses gemeinsame Erleben der Symbole nennen die Freimaurer Tempelarbeit. Ein bisschen wie ein Gottesdienst mit bestimmten Ritualen und Formeln, die man sagt. Aber ein Gottesdienst steht allen offen. Die Freimaurer sind unter sich. Wie geheim sind also die Logen? Bei der Aufnahme schwören die Freimaurer, ihre Geheimnisse zu wahren. Sonst droht ihnen die Todesstrafe durch Halsabschneiden. Das ist natürlich auch eine rituelle Übertreibung und das wird natürlich nicht wirklich gemacht. Aber die strenge Geheimhaltung öffnet dem Misstrauen Tür und Tor. Was tun die da, wenn sie sich treffen? Vielleicht tun die ja Seltsames. Es muss ja irgendwie verboten sein, sonst könnten sie es ja auch öffentlich machen. Bestimmt verschwören sie sich. Ihr merkt schon, da entstehen ganz schnell Gerüchte. Gerüchte verbreiten sich. Immer mehr Menschen glauben sie und auf einmal steht fest,
Die Freimaurer führen nichts Gutes im Schilde. Darauf komme ich später nochmal zurück. Die Freimaurerei stammt aus Schottland und England. Im Jahr 1717 schließen sich in London eine Handvoll Logen zur ersten Großloge zusammen. Von den britischen Inseln breitet sich die Freimaurerei in Europa aus. Aber in England und den Vereinigten Staaten von Amerika ist sie bis heute am bedeutendsten. Im Jahr 1737 kommt die Freimaurerei nach Deutschland. In den vielen verschiedenen Ländern und Staaten, die damals Deutschland ausmachen, gründen sich noch viel mehr Logen. Sie tragen so schön kreative Namen wie die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln oder Absalom zu den drei Nesseln oder Großloge zur Sonne. Als Deutschland ein Nationalstaat wird, teilen sich die Freimaurer auf 10 Großlogen auf. Welche Leute finden sich da zusammen? Wer sind diese Freimaurer? Es gibt sehr berühmte Leute darunter, zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe oder Friedrich der Große von Preußen, George Washington, der erste US-Präsident, aber auch Walt Disney, der Erfinder von Mickey Mouse, Louis Armstrong, der Musiker, Casanova, Houdini, der Freiherr von Knigge, Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Stresemann, Mark Twain. Wenn wir an die Gründungszeit der Freimaurer denken, dann merken wir auch, wie die Leute ticken, die sich da treffen. Es ist nämlich die Zeit der Aufklärung. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr, wie immer, wenn ihr oben auf das i klickt. Die Aufklärer sind oft auch Freimaurer. Dass sie sich zu einer Gruppe, zu einer Geheimgesellschaft zusammenschließen, das schützt sie. Weil diese Logen selbstständig sind, entwickeln sie bald ein Eigenleben. Und es gibt verschiedene Lehrsysteme. Auch ein bisschen wie in der Kirche, wo sich unter einem Dach mehrere Gruppen finden, die mal das eine, mal das andere besonders wichtig finden. Die Grundgesetze der Freimaurer sind die alten Pflichten von 1723. Der Glaube an ein höheres Wesen, sittlicher Lebenswandel, Achtung vor der Obrigkeit und den geltenden Gesetzen eines Landes. Freimaurer können religiös sein. Auf jeden Fall wollen sie sich ethisch verhalten. Die Freimaurer sind tolerant und treten für Gedankenfreiheit ein. Die herrschenden Institutionen sind weniger offen. Die katholische Kirche erklärt die Freimaurerei für unvereinbar mit ihrer eigenen Lehre. Und natürlich sind die toleranten Freimaurer den Nazis ein Dorn im Auge. Außerdem glaubt Hitler an Verschwörungstheorien und er hat Angst vor dem angeblichen politischen Geheimbund und vor der Macht der Logen. Die Nazis meinen, dass die Hintermänner der Freimaurer die Juden sind und dass die Freimaurer die Revolution von 1918 mit vorbereitet haben. Ist natürlich Blödsinn, aber die Nazis verbieten 1935 die Freimaurerei. Logenhäuser werden verwüstet und geplündert. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbieten auch die Sowjets und die DDR-Führung freimaurerische Betätigung. Der Kommunismus kann mit der bürgerlichen Freimaurerei nichts anfangen. Ja, er hält sie sogar für schädlich, weil sie das Klassenbewusstsein stören könne. Aber in der Bundesrepublik Deutschland entstehen wieder Logen. Mittlerweile sind auch Frauen zugelassen. In Sachen Geheimhaltung hat sich jedenfalls einiges getan. Wer etwas über die Freimaurer erfahren möchte, der kann einfach auf die Website der Vereinigten Großlogen von Deutschland gehen und sich da einiges angucken. Das ist der Dachverband der etwa 15.000 Freimaurer bei uns in Deutschland. Natürlich sind die Freimaurer auch bei Facebook und Twitter, LinkedIn und Reddit. Bei YouTube haben sie noch keinen eigenen Kanal, zumindest haben wir keinen gefunden, aber vielleicht kommt der ja noch. Die Freimaurer leiden unter dem gleichen Problem wie jede größere Organisation momentan, egal ob Gewerkschaft, Parteien, Kirchen, Vereine, Verbände. Sie haben immer weniger Mitglieder und die, die sie noch haben, werden immer älter. Außerdem gibt es noch immer Ängste und Vorbehalte gegen die Logen. Im deutschen Iserlohn wird ein Logenhaus mit Hakenkreuzen vollgeschmiert. Der Schriftsteller Dan Brown macht in seinem Roman Das verlorene Symbol, die Freimaurer zu den Gründern der USA. Es ist ein Roman, aber viele Leute glauben wirklich, dass die Freimaurer ein Geheimbund seien, der bis heute im Hintergrund die Fäden zieht. Dan Brown hat sich schon mal in einem Buch eines solchen Bundes bedient, nämlich an den Illuminaten. Die sind die allererste Wahl, wenn es um wirre Theorien geht. Die Illuminaten sind tatsächlich ein echter Geheimbund. Der erste Geheimbund der Moderne. Denn bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bedeutet das Wort geheim eigentlich nur so viel wie vertraut. Geheimer Rat, ein vertrauter Rat, ein Bund von Vertrauten. Aber der junge bayerische Hochschullehrer Adam Weishaupt will 1776 einen heimlichen Bund, eine geheime Partei gründen. Die Erleuchteten, das bedeutet Illuminaten, sind ebenfalls Aufklärer. Sie haben die Vision, dass die Leute zu so guten Menschen erzogen werden,
dass es keine Herrschaftsstrukturen und Systeme mehr braucht. Die Illuminaten wollen tatsächlich Einfluss auf die Politik ausüben und den Einfluss der Kirche in Gesellschaft und Politik zurückdrängen. Mit diesem Ziel unterwandern die Illuminaten die Freimaurerlogen in Deutschland. Die Brüder erhalten eigene Ordensnamen, Kampfnamen. Weishaupt selbst nennt sich beispielsweise Spartacus. Spartacus hat einen großen Sklavenaufstand gegen Rom angeführt, wisst ihr wahrscheinlich. Weishaupt kämpft auch für die Befreiung. Je erfolgreicher der Geheimbund vor allem durch die Arbeit des Freiherrn von Knigge ist, umso mehr schleichen sich merkwürdige bürokratische Tendenzen ein. Es besteht ein regelrechtes Spitzelsystem, in dem Mitglieder übereinander Bericht an die Leitung erstatten. Weishaupt will eine disziplinierte, verschworene und ihrer Leitung treu ergebene Truppe, die den Weg durch die Institutionen gehen soll. Dadurch, dass aufgeklärte Männer an allen Stellen der staatlichen Verwaltungen auftauchen, soll die Politik der Fürsten geändert werden. Ja, die Fürstenherrschaft soll letztendlich abgeschafft werden. Praktisch am Höhepunkt der Entwicklung der Illuminaten in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts stellt sich aber heraus, dass Weishaupt in Wirklichkeit gar keinen richtigen Plan hat, wie man die Regierung übernehmen will und vor allem, was man dann tun könnte. Knigge und Weishaupt trennen sich im Streit. Dann gelangen durch einen Unfall die Mitgliederlisten der Illuminaten in die Hände des bayerischen Staatsapparates. Als die bayerische Polizei die Listen sichtet, erkennt sie, dass sie eine Verschwörung aufgedeckt hat. 1785 werden in Bayern die Illuminaten verboten. Und die Freimaurer gleich mit. Viele Illuminaten fliehen. Weishaupt über die Grenze in ein selbstständiges Fürstentum. Andere Illuminaten gehen ins europäische Ausland oder in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wer schon mal einen Film nach den Büchern von Dan Brown gesehen hat oder seine Bücher kennt, der weiß, dass die USA von den Illuminaten unterwandert sind und dieser Geheimbund bis heute dort das Sagen hat. Naja, oder halt auch nicht. Auch heute noch beschäftigen sich Medien und Menschen mit Geheimlogen, mit Illuminaten und mit Freimaurern. Vielen sind die Unterschiede nicht klar, aber die Faszination der Menschen für solche Geheimbünde ist ungebrochen. Und das wiederum spornt die Fantasie natürlich auch an und bestimmte Theorien, die man vor allem hier im Netz findet. Was stimmt und was nicht, dazu kann man hier nicht viel sagen, nur so viel. Vieles davon ist natürlich schräg und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Mächtige, die im Hintergrund vernetzt sind, aber nicht um eine neue Weltherrschaft zu planen, sondern einfach nur, um sich regelmäßig zu treffen und auszutauschen. Und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr denn von solchen Geheimlogen? Wenn ihr ansonsten noch mehr Informationen zu geschichtlichen Themen sucht, dann schaut euch natürlich einfach hier auf dem Kanal um oder guckt einfach mal neben mich. Da findet ihr ein weiteres Video über Geheimbünde von den Kollegen von Terra X und direkt darunter noch ein Video hier von unserem Kanal. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.